Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Ich betone es nochmal, der Shaitan möchte uns in die Irre führen. Und sein Mittel dafür ist vor allen Dingen Waswas, die Einflüsterungen. Alladhi waswisu fi sudurinas. Und wir haben Shayatinul Ins wal Jinn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinul ins wal jinn. Genauso haben wir für jeden Propheten Feinde bestimmt, die Shayatin der Menschen und der Djinn. Und meistens geht es hier um Shubuhat, Scheinargumente, womit der wahre Weg zu Allah verdunkelt werden soll, und um Shahawat, Gelüste, mit denen man von der Rechtleitung abkommen soll. Ein Mittel, wie man ganz genau von diesem Weg ab, wie man sich von davon fernhalten kann, vom falschen Weg abzukommen, ist, indem man diese Regel beachtet. Folge dem Beweis und nicht der Behauptung. Folge dem Beweis und nicht der Behauptung. Wenn dir irgendjemand etwas über den Islam erzählt oder irgendjemand etwas über eine Tatsache erzählt, die passiert ist, frage ihn nach dem Beweis. Natürlich im Islam ist es in erster Linie Koran und Sunna. Aber auch in manchen Fällen auch der gesunde Menschenverstand. Ja, der gesunde Menschenverstand. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe vor Jahren mal einen Vortrag gemacht, Widerlegung der Ahwesh. Diesen Vortrag würde ich übrigens auch jedem empfehlen, sich den mal anzuschauen. Danach und in diesem Vortrag habe ich gesagt, das Problem, was wir haben, ist, dass es um das Verständnis der Beweise geht und nicht um die Beweise selber. Denn wir glauben alle an die Beweise im Koran. Es kommt aber darauf an, wie wir die Beweise richtig zu verstehen haben. Und das richtige Verständnis dieser Beweise aus dem Koran ist das Verständnis der Salaf, der ersten drei Generationen. So, wenn ich nun mit Aussagen komme von den vier Imamen, dann werden die Ahbash sagen, Lüge. Wenn sie mit Aussagen kommen, sage ich, nee, stimmt nicht, diese Aussagen gibt es gar nicht. Das heißt, und ich habe dann gesagt, die beste Methode ist, indem ich Gelehrte finde, die sie akzeptieren, die sie gut finden, die bestätigen, dass die Salaf so an die Nameneigenschaften geglaubt haben wie wir. Und da habe ich unter anderem Imam Qurtubi zitiert aus seinem Tafsir, wo er sagt, وَكَدْ كَنَا سَلَفُ الْأَوَلْ لَا يَكُلُونَ بِذَلِكَ وَلَا يَمْتِكُونَ بِنَّفْيِ الْجِيَ بَلْ نَتَقُهُمْ بَلْكَافَتُ بِإِثْبَاتِهَا لِلَّهِ تَعَالَى. Ja? So, das heißt, dass die Salaf den Ulu von Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt haben. Ich habe das aus seinem Buch zitiert, ja? Und er zitiert, und Al-Qurtubi rahimullah ist von den Ash'ariten. Daraufhin kam jemand und hat behauptet, Pierre Vogel hat das und das gesagt über Qurtubi, aber Qurtubi ist doch selber Ash'ari. Tja, das habe ich selber in dem Vortrag gesagt, darum ging es ja, sonst wäre das ja gar kein Argument für mich gewesen. Darum geht es ja, dass er selber Ash'ari ist, aber in seinem Tafsir zugibt, dass die Salaf nicht so geglaubt haben. Darum ging es ja. Weil wir haben ja von vornherein die Lösung bestimmt. Die Lösung ist, wenn ich weiß, dass die Salaf an die Namen und Eigenschaften so geglaubt haben wie wir, was ist dann? Dann liegen wir richtig. Und wenn die Salaf so geglaubt haben wie ihr, dann liegt ihr richtig. Wenn aber ein großer Gelehrter, den ihr selber bestätigt, zugibt, dass die Salaf so geglaubt haben wie wir, dann liegen wir richtig. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Mal, ich habe beispielsweise etwas aus der Bibel zitiert und ich habe das von einem kanadischen Prediger, der heißt Shabir Ali. Dr. Shabir Ali, der hat ein Buch geschrieben, 101 Widersprüche in der Bibel, und darauf haben Missionare, christliche Missionare geantwortet. Das heißt, das war dann diese Art, ja, wir widerlegen diese 101 Argumente von Shabir Ali. Und da haben sie einige widerlegt. Und die konnten tatsächlich viele davon widerlegen, zumindest, dass ich sagen konnte, okay, könnte man noch so verstehen. Aber da war nicht nur eins, aber mehrere. Aber einen habe ich mir besonders gemerkt. Esra 3, Nehemia 7 müsste das gewesen sein. Oder Esra 2.
wo es 18 verschiedene Widersprüche bei den Zahlen gibt. Und darauf hatten sie gar keine Antwort. Sie haben das also widerlegt und haben dann so getan, als wenn sie es widerlegt hätten. Also sie haben das Buch widerlegt und haben so getan, als wenn sie alles widerlegt hätten. Wenn man sich das Buch aber genau durchliest oder dieses Schreiben, dann kriegst du mir dann, merkt man, dass sie es gar nicht widerlegt haben, sondern dass sie dort einfach nur am Labern sind. Und da steht da gar nichts drüber. Dann habe ich diesen Widerspruch zwischen Esra und Nehemia aufgeführt. Und da kam dann ein christlicher Missionar in YouTube, Pierre Vogel, dieses total sichere Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Pierre Vogel, er hat gesagt, dass es ein Widerspruch wäre, aber er hat da was falsch verstanden, weil es ist so, man muss das verstehen, also wenn man sich in der Bibel auskennt, Esra hat von einem anderen Manuskript abgeschrieben als Nehemia. Ihr müsst euch vorstellen, die Bibel besteht aus Büchern. Die Bibel steht aus Alten und Neuen Testament. Und jeweils im Alten und Neuen Testament gibt es Kapitel, die man Bücher nennt. Ja? Und da gibt es das Buch Esra und das Buch Nehemia, woran alle Christen glauben. So, jetzt sagt er, Esra hat von einem anderen Manuskript abgeschrieben als Nehemia. Ich dachte, das sind Bibelschreiber. Und deswegen gibt es die Widersprüche in Zahlen, aber es ist ja eigentlich kein Widerspruch, sondern die haben ja einfach von anderen Manuskripten abgeschrieben. Stell dir mal vor, wir würden sagen, ja, in Sure 32 steht eine andere Zahl als in Sure 70. Ich hab da, bin da schon mal drauf eingegangen. Eine andere Zahl, weil es um einen ganz anderen Zusammenhang geht. Aber das liegt daran, weil Sure 32 von einem anderen Manuskript abgeschrieben wurde als Sure 70. Die würden sagen, ja, seid ihr bescheuert, du hast doch gerade zugegeben, dass es einen Fehler gibt im Koran. Wurde von einem anderen Manuskript abgeschrieben. Das ist völliger Blödsinn. Das heißt, der behauptet nur. Es stehen vor, die Leute und behaupten nur. Die behaupten, behaupten, behaupten über den Islam, über den Koran, über die Sunna, über den Propheten, über die Prediger. Pierre Vogel ist das und das. Der ist das und das. Frag, wo ist dein Beweis? Wo ist dein Beweis? Tausende Sachen. Wenn man nur nach dem Beweis fragt, Pierre Vogel hat zum Terror aufgerufen, okay, wo? Zeig mal. Der Prophet Alayhi das und das kommt, okay, zeig mal. Das ist der erste Schritt. Achte auf den Beweis und nicht auf die Behauptung. Stell dir die Frage, wenn du mit jemandem diskutierst, behauptet er gerade etwas oder ist er gerade mit einem Beweis gekommen? Mit einem logischen Beweis, mit einem greifbaren Beweis oder mit einem Beweis von Koran und Sunna? Das ist ein kleiner Ratschlag. Stell dir immer die Frage, Beweis oder Behauptung? Weil behaupten kann man viel, beweisen kann man nicht so viel. Assalamu alaikum.